Das ist eine Kamera. Wobei, das ist nicht ganz wahr. Das ist das Spiegelbild einer Kamera, die sich selbst filmt. Was passiert, wenn ich dieses Kamera-Selfie nochmal in einem Spiegel einfange? Das erste Spiegelbild wird zurückgeworfen, von unserem zweiten Spiegel reflektiert, ist Teil des Bildes, wird zurückgeworfen und so fort. Wir können uns diesen Grundgedanken zunutze machen, um Probleme zu lösen. Ein Element ruft sich immer wieder selbst auf. Dieses Prinzip wird Rekursion genannt. Das Video hat drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt geht es um Beispiele, um zu verstehen, was Rekursion ist. Um zu verstehen, welche zwei Elemente ich brauche, damit es diese In-sich-Verschachtelung geben kann. Im zweiten Abschnitt möchte ich eine schematische Lösung vorstellen und zuletzt programmieren wir das Ganze in Python. Wenn ich in einer Videokonferenz den Bildschirm teile, den ich gerade selbst sehe, entsteht erneut der Rekursionseffekt. Ebenfalls grafisch ist der Pythagorasbaum, das Sierpinski-Dreieck oder Mandelbrotmengen. Auch andere Fächer haben Rekursionen, so lässt sich vereinfacht für die Sprachwissenschaft eine Verschachtelung zwischen Hauptsatz und Nebensatz herleiten. Der Nebensatz folgt wiederum ähnlichen Regeln wie der Hauptsatz und kann einen eigenen Nebensatz enthalten. Das Wort bürgerliches Gesetzbuch ist eine dreiteilige Zusammensetzung, auf die ich rekursiv zurückgreifen könnte, wenn ich jetzt noch ein Attribut dranhänge, zum Beispiel das aktualisierte bürgerliche Gesetzbuch. Ein Dauerbrenner an Beispielen sind Fakultäten. Fakultät von 4 bedeutet, dass ich 4-mal die Fakultät 3 berechne. Für die Fakultät von 3 brauche ich aber 3-mal die Fakultät von 2 und das ist wiederum 2 mal 1. Streng genommen ist es nämlich die 2-mal Fakultät gleich 2-mal der Fakultät von 1, was wiederum 1 ist. Diese 2 kann ich jetzt in die Fakultät von 3 stecken, also 2 mal 3, das heißt Fakultät 3 ergibt 6. Und diese 6 nehme ich jetzt für unsere eigentliche Frage, was ist die Fakultät von 4, nämlich 6 mal 4. Das klingt jetzt mit kleinen Zahlen ganz nett, aber so will ich auf keinen Fall die Fakultät von 10 ausrechnen, geschweige denn die von 36. In den bisherigen Beispielen ging die Rekursion so lange wie möglich bzw. unendlich. Das Kamerabild wird endlos fortgeführt, bis man die nächste Iteration nicht mehr erkennt. Auch die drei Grafikbeispiele wiederholen sich bzw. haben erstmal keine intuitive Grenze. Irgendwann muss aber mal Schluss sein. Die letzte Klausur geschrieben und das letzte Mensaessen gekauft sein. Es braucht also eine Abbruchbedingung. Oft spricht man auch von einem Basisfall. Eventuell wird das in deiner Vorlesung Ausstiegs- oder Terminierungsbedingung genannt. Bei den Fakultäten hatten wir diesen Fall bei Fakultät 1. Das Ergebnis kann dann von Fakultät 2 aufgegriffen werden. Sollte kein Basisfall vorliegen, landen wir in einem permanenten Aufruf einer Rekursion ohne besagtes Ende. Zusammen mit der eigentlichen Operation, also dem Rechenvorgang, sind dann beide Bausteine vorhanden. Und ich bin ehrlich, diese vermeintliche Einfachheit ist sehr trügerisch. Rekursion ist kein Thema, das man mal eben so schnell lernt und schnell verstanden, aber nicht gut gemeistert. Um also nicht den Eindruck zu bekommen, man hätte es so grob verstanden, wenden wir das Prinzip der Rekursion jetzt nochmal praktisch an. Angenommen, ich will eine Zeichenkette umkehren, also irgendwie einen beliebigen String. Sagen wir mal, aus Gude soll Eduk werden, dann könnte ich das machen. Falls du das selber lösen möchtest, ist jetzt eine gute Gelegenheit, das Video anzuhalten. Wenn ich was umkehren möchte, soll ja offensichtlich der letzte Buchstabe nach hinten, also ziehen wir das E erstmal raus. Jetzt tun wir mal so, als ob der verbleibende Teil, also das G, U und D, ein neues Wort wären. Wie würde ich denn jetzt vorgehen, um die Buchstaben umzudrehen? Erneut würde ich mir ja wieder das D rausziehen und nach hinten versetzen. Und jetzt liegt hier so ein Muster in der Luft, denn jedes Mal, wenn ich den letzten Buchstaben abschneide, erhalte ich ein neues Teilwort und einen neuen letzten Buchstaben. Rekursion gehört zur Gruppe der Divide and Conquer Algorithmen, also zu Deutsch teilen und erobern. Man merkt diesen zwei Schritten oder an diesen zwei Schritten auch ganz gut, warum. Das Grundproblem wird immer weiter aufgeteilt. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich dem Computer diese zwei Informationen mitgebe und ihm mein Schema mitgebe.
Also gib mir den letzten Buchstaben eines beliebigen Wortes und gib mir den Rest des Wortes, damit ich für diesen Teil dann wieder scheibchenweise den letzten Buchstaben abschneiden kann. Kommen wir mal zum Programmieren. Was brauche ich denn? Wir hatten ja schon gesagt, Basisfall und Operation im einfachsten Fall, wie wir es jetzt hier vorliegen haben. Und ich will ja irgendwie eine Definition, ich will jetzt einfach, wir machen jetzt zwar das Wort Gude, aber ich will ja eine beliebige Zeichenkette umdrehen können. Mein Basisfall ist schon ziemlich gut definiert, denn ich habe jetzt gesagt, wenn die Länge kleiner gleich 1 ist, dann gib mir einfach das Wort zurück. Und wenn ich da jetzt einen Buchstabe reinstecke, dann ist das Wort oder der Buchstabe alleine gedreht, nur mal der Buchstabe selbst. Es gibt so ein paar Diskussionen, ist das jetzt genau 1, ist das kleiner 2? Ja, kennt alle die Diskussionen aus euren Seminaren, schickt mir gerne Lösungen, wo es anders umgesetzt ist. Der Basisfall muss auch nicht notwendigerweise unbedingt ins If oder unbedingt ins Else. Keiner mag diese Antwort, aber it depends, was soll ich sagen. Ich habe es jetzt so gemacht. Der wirkliche Clou an der ganzen Sache findet jetzt, wie gesagt, bei mir im Else statt. Gib mir den letzten Buchstaben, lässt sich in Python so lösen, dass ich die Indizes anspreche. Wer da jetzt nicht ganz mit bewandert ist, ich habe ein paar Übungen unten auch in den ersten Kommentar gesetzt. Schaut es euch einfach mal an. Es wird auch ein Video geben, wie man mit Indizes arbeitet. Aber letztlich ist hier die Lösung zu sagen, gib mir die letzten Buchstaben einer Zeichenkette, das ist die minus 1. Gib mir den Rest, ist ausgehend von dem ersten Buchstaben, der auf dem Index 0 sitzt, bis alles außer den ersten Buchstaben. Und wenn ich das beides kombiniere und eben noch einen rekursiven Aufruf einbaue, dann habe ich es rekursiv gelöst. Und da kommt auch dieser blöde Witz her, man macht Rekursion so lange, bis man es verstanden hat, weil das, okay, wenn man es verstanden hat, kann man Rekursion benutzen. Okay, es gibt so ein paar IT-Witze. Naja, wie löse ich es jetzt also? Ich sage, ich habe ja mein Input-Wort an der Stelle, nicht Onput, Input. Und da kann ich mir den aktuellen letzten Buchstaben ausgeben. Und ich kann aber auch sagen, gib mir doch jetzt bitte nochmal den Inhalt. Mach nochmal Input Word auf, aber jetzt den Rest. Und in dieser Zeile liegt der eigentliche Aufruf. Wenn ich da jetzt Gude eingebe, wird das letzte genommen, das E weggeschnitten. GUD wird wie als eigenes Wort behandelt und all das, was wir vor ein paar Minuten schematisch gelöst haben, wurde dem Computer beigebracht. Wenn ich das jetzt durchlaufen lasse, kommt tatsächlich EDUC raus. Und jetzt will ich noch kurz verstehen, was passiert denn in einzelnen Schritten. Es gibt ein paar, die debuggen mit Prints. Das ist kein guter Stil, aber ich verstehe, dass man verstehen möchte, was in seinem Code gerade passiert. Ich will das jetzt auch für den Moment verstehen. Ich lasse mir jetzt einfach mal in jedem Durchgang ausgeben, was denn gerade passiert. Das ist für den Basisfall sehr, sehr banal. Ich schreibe es jetzt einfach mal rein. Aber auch hier möchte ich herausfinden, was ist denn mein aktueller letzter Buchstabe? Und was ist denn mein aktuelles letztes Wortstammteil? Also was ist denn der aktuelle Rest sozusagen? So, hier noch die Klammer lösen. Und jetzt sehe ich sozusagen, wie das Wort, und wir haben es jetzt hier an der Stelle schon total zerkaut, aber ich merke natürlich, dass etwas an sich einfach ist, wenn ich die Lösung jetzt hier habe. Klar, total gut verstanden. Deswegen nochmal mein Appell, probiert es selber. Wer eine Aufgabe sucht, ein paar Aufgaben sind unten. Eine schöne Aufgabe sind die GGTs, die kleinsten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen. Finde von zwei gegebenen Zahlen den größten gemeinsamen Teiler, und zwar rekursiv. Hier sehe ich jetzt schön, E wird rausgenommen, ich habe GUD und jeweils der letzte Buchstabe von dieser Divide and Conquer Maschinerie ergibt dann EDUG. Gude.